Hallo Freunde der Pixelunterhaltung und herzlich willkommen zu einem kleinen Quick Guide. Und zwar möchte ich euch heute in diesem kleinen Video zeigen, wie ihr bei ersten Anlauf hier diese Schublade aufbekommt, ohne lang herumzuprobieren. Und ich fange relativ früh an, und zwar jetzt, wo wir sie zum ersten Mal gesehen haben, damit ihr einfach den ganzen Ablauf nochmal verfolgen könnt. Und wir nehmen als allererstes hier mal das Lampensegment. Und das müssen wir jetzt bei der defekten Lampe einbauen gehen. Und zwar müssen wir hierfür mal kurz den Schrank wegschieben, den Geheimgang öffnen und daran denken, jetzt kommt dann gleich Mutter. Kommt und hier rein, Lampe nicht vergessen auszumachen. So, jetzt können wir raus, sie hat sich in die Luft aufgelöst. Hier ist jetzt leider noch der Moment, gut, das schneide ich nachher raus. So, jetzt sind die hier rein. Und damit öffnet sich jetzt auch schon die Tür, wo uns den Weg zu der defekten Lampe wieder eröffnet. Hier. Und erst ab diesem Moment könnt ihr überhaupt die Schublade dort bei der Lampe öffnen, weil ihr müsst diese Drehzahlen gefunden haben. Ja? Zuerst 5 Umdrehungen, dann 3 und dann 6. Also alles wieder zurück zu dem Raum. So. Hallo. Hier müssen wir rein. Okay. Es ist so, sobald wir jetzt eigentlich E drücken und in die Nahaufnahme gehen, sind wir bereit zu drehen. Wir haben die Möglichkeit dann mit W oder mit S anzufangen zu drehen. Wir müssen mit W anfangen. Der Trick dabei jetzt ist, man sieht jetzt, wie die kleine Kurbel dort steht, die steht nach vorne. Ich hatte es schon versucht, indem ich sie nach oben gestellt habe, einfach zum schneller zu sehen, ob ich die Umdrehung geschafft habe oder nicht. Das muss man gar nicht. Weil wenn man nun W drückt und eine Umrundung gemacht hat, dann hört man ein leises Klacken. Für das müsst ihr vielleicht eure Lautstärke beim Spiel etwas hochdrehen in dieser Sequenz. Und wenn ihr 5-mal ein Klacken gehört habt, dann wechselt ihr einfach auf S. Ich fange an. Gut, ich hatte jetzt 5 Stück. Gut, das waren 3 und jetzt habe ich ja noch 6. Und schon habt ihr die Schublade offen, habt den Schlüssel für den zweiten Flur und ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Quick Guide Video, wie man ziemlich schnell die Schublade hier aufbekommt, weiterhelfen konnte. Wenn es so war, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch und wenn ihr weitere so Quick Guide Videos oder Erfolgsvideos sehen wollt, dann abonniert mich einfach. Also dann, bis denn, tschüss zusammen!